Aber ein Thema, das uns 2020 immer noch beschäftigen wird, ist das Thema Migration und Integration. Das ist unser fünfter Fragenblock jetzt, unser Themenblock. Es ist ein wichtiges Thema für Kommunen, Integration, aber nicht nur die Integration von Zugewanderten und Zugereisten, sondern auch das Miteinander der verschiedenen Nationalitäten, das Miteinander von Alt und Jung. Deshalb, vor wenigen Tagen wurde das Integrationskonzept der Stadt Nürtingen vorgestellt. Kennen Sie die Broschüre und wie bewerten Sie den Inhalt? Ich? Ja. Ja, ich habe die Broschüre mir angeschaut, sind 100 Handlungsempfehlungen nach verschiedenen Gebieten. Ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, das ist auf den ersten Blick wirklich alles, hat auch da Hand und Fuß, was man da durchsetzen muss. Es geht bei der Integration ganz wichtig erstmal um die deutsche Sprache, weil wer nicht arbeitet und kann, wer die Sprache nicht kann, dem kann man auch schlecht integrieren. Und da müssen wir unterstützen. Das macht Nürtingen schon sehr gut und auch die Vereine machen das toll. Also ich denke da an den 05 in Roßdorf, toller Verein. Da wird wirklich Integration gelebt oder auch am TB Neckarhausen. Und in diesem ganzen Integrationskonzept sind wirklich ganz viele Punkte, wie man einfach zusammenrückt. Auch gemeinsame interkulturelle Feste. Und ich denke, dann verliert man auch jede Berührungsangst. Und ich denke, das ist eine super Sache und ein guter Weg, dass man da auch dann zusammenwächst.